Jo Leute, was geht? Krass raus im Apparat. Tut mir leid für diese Bildqualität, aber ich bin gerade beim Kumpel und ich wollte euch einfach mal sein Feuerwerk vorstellen, was er jetzt alles hat. Es geht ja schon mit großen Schritten auf Silvester zu. Ist sehr nice. Jetzt haben wir hier erstmal PP1-Böller 229 von legalpyro.de. Ein paar Stück angezündet, ja. Halbes Gramm hat da einer. Ich glaube 0,4 steht drauf. Dann hier 5 Packungen Explorer 5. Eine Explorer 5 Packung. Für 5 Stück hat damals 8 Euro gekostet, glaube ich, also auch schon sehr teuer. Und jetzt mittlerweile kostet es 11, also GG. Ja, dann kommen wir hier zu einer angebrochenen Packung Dumbum 120 dB. Das sieht einfach nur sehr schön aus. Da ist noch 4 Stück drin. Die ist auf jeden Fall scheiße laut. Dann kommen wir hier eine Dumbum Mikro Packung, kennt ihr alle. Dann kommen wir hier nochmal zu einer Dumbum Mikro Packung, aber die Einschweißfolie ist ein bisschen weg, sieht ein bisschen kacke aus. Dann haben wir vor allem Herr Buffalo Böller halt, weil die einfach am geilsten sind. Einmal Vespa, Pirata, paar Packungen, 1, 2, ja, könnt ihr es genau sehen. Dann 2 Packungen Sena, Salut. Die Dinger sind sehr, sehr geil, sind teuer. Okay, und jetzt noch 5 Packungen von diesen Böllern. Die waren eine Zeit lang extrem gehypt und viele haben sich gekauft, aber das Problem ist, über diese Böller, da wird gar keine Angaben gemacht auf legalpyro.de. Da gibt es gar keine Angaben einfach und deswegen, ja, da kostet eine Packung 5,09 Euro, Kategorie P1 und die ganze Schachtel mit 20 Stück, bin ich dumm, 1, 2, 3, hat 20 Gramm. Das bedeutet, ein Böller hat 1 Gramm Blitzknallsatz und die sind auch richtig schwer, man ist schöne Gipsgeschosse, also ja, Kaufempfehlung geht nicht für die raus. Ja, trotzdem, ich hoffe, diese kleine Unboxing hat euch gefallen. Metal Love und ciao.